Meine Damen und Herren, ich eröffne die unterbrochene Sitzung um 15 Uhr und rufe den Tagesordnungspunkt 53, den Antrag der Fraktion der AfD, effektive Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen und Mädchen mit Migrationshintergrund und ausländischer Staatsangehörigkeit auf. Es ist Drucksache 3678 aus 20. Die vereinbarte Redezeit beträgt 10 Minuten. Und zur Einbringung hat sich Herr Richter von der AfD gemeldet. Bitte sehr. Sehr verehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ein sehr schwerwiegendes Problem in der Politik ist, dass nicht die Ursachen von Problemen selbst bekämpft und systematisch angegangen werden, sondern leider nur die Wirkung, was dann zu einer Vielzahl an Gesetzen und Regelungen führt, vielen Dank, welche das eigentliche Problem jedoch nicht einmal berühren, geschweige denn beseitigen. Ein Großteil der Arbeit in sozialen Bereichen basiert auf gesellschaftlichen und politischen Fehlentwicklungen, die zwar oft angesprochen, aber so gut wie nie gelöst werden. Oftmals, und auch das muss zwingend gesagt werden, traut sich die Politik ja nicht einmal, solche Fehlentwicklungen anzusprechen. Wir als Sozialpolitiker sind somit gezwungen, auf diese Fehlentwicklungen zu reagieren, sie so gut als möglich abzufedern, ohne aber direkten Einfluss in jene politischen Felder zu haben, die diese Fehlentwicklungen erst ermöglichen. Es gibt viele Beispiele, an denen wir das festmachen können. In unserem Setzpunkt geht es um Gewalt an Frauen, welche in unserer Gesellschaft zwar durchaus diskutiert wird, die aber mit vielen Tabus behaftet sind und das dazu führt, dass Problemursachen nicht beseitigt, sondern sogar manifestiert werden. Dies zu durchbrechen ist eine der wichtigsten Aufgaben in der Sozialpolitik, und dies kann nur parteiübergreifend gelingen, durchaus geprägt von parteipolitischen Gedanken, aber immer dem Guten und damit dem Menschen verpflichtet. Kommen wir dem nicht nach, meine Damen und Herren, werden wir der Aufgabe nicht gerecht, für die wir von den Bürgern unseres Landes gewählt wurden. Einen dieser Bereiche, über den wir durchaus schon länger diskutieren, nur eben mit einem bisher anderen Blickwinkel, möchten wir als AfD mit diesem Antrag zur effektiven Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen mit Migrationshintergrund und ausländischer Herkunft beleuchten und dergestalt lösen, sodass wir darüber diskutieren und am Ende Strukturen schaffen, die es ermöglichen, Gewalt in unserer Gesellschaft immer mehr zurückzudrängen. Zu dieser Diskussion gehört es auch, klar anzusprechen, dass unsere Gesellschaft eine Doppelmoral lebt, welche wir als AfD als zutiefst rassistisch empfinden. Denn während man auf der einen Seite für Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau kämpft und unsere Sprache bis zur Unkenntlichkeit regelrecht verhunzt, wird von den Verfechtern genau dieser Tendenz auf der anderen Seite zugelassen, dass sich patriarchalische Gesellschaftsstrukturen mit den dazugehörigen Begleiterscheinungen Gewalt und Unterdrückung von Frauen immer mehr in unserem Land ausbreiten. Das, meine Damen und Herren, ist nicht einmal ansatzweise hinnehmbar, und wir als AfD werden dies auch weiterhin nicht akzeptieren, was in unserer Gesellschaft vor aller Augen stattfindet und wo von Ihnen allen geflissentlich weggeschaut wird. Gerade die etablierten Parteien lassen Parallelgesellschaften ganz bewusst zu und fördern damit ein Umfeld, welches eben nicht unser Grundgesetz über alles stellt, sondern kulturelle Traditionen, Familiengesetze oder religiöse Sichtweisen. Das, meine Damen und Herren, ist ein unhaltbarer Zustand in einem freiheitlich geprägten Land und wird durch den weiteren Zuzug von Migranten aus patriarchalisch geprägten Ländern von ihnen selbst aktiv immer und immer weiter forciert. Dem stellen wir als AfD uns entgegen, und das mit sehr vielen Migranten gemeinsam, die nämlich genau aus dem Grund so gerne in Hessen leben, weil sie hier frei sein dürfen und es ablehnen, wie in ihrer Heimat von der Politik oder von religiösen Eiferern gemaßregelt und gegängelt zu werden. Sie alle von den etablierten Parteien wären überrascht, wie viele Migranten der AfD, wie viele Migranten Anhänger der AfD sind, und noch mehr wären sie überrascht, dass bei diesen nicht wir als die Rassisten gelten, sondern diejenigen, die mit ihrer Doppelmoral die Migranten hofieren, die exakt jene Missstände nach Deutschland mitgebracht haben, vor welchen viele Migranten hierher geflohen sind. Und das, meine Damen und Herren, weil sie jene Frauen im Stich lassen, die Gewalt durch Migranten selbst erfahren.
Soweit die Täter, so wie die Täter, nicht ihrem Paralleluniversum einer multikulturellen Hegemonie entsprechen, meine Damen und Herren von den etablierten Parteien, decken Sie das Tuch des Schweigens darüber, und genau damit muss endlich Schluss sein. Denn auch wenn Sie jetzt vielleicht nicht gerne hören, selbstverständlich haben auch Frauen und Mädchen mit Migrationshintergrund das Recht auf ein freies und selbstbestimmtes Leben, und niemand hat das Recht, ihnen dies zu verwehren oder aus politischen Gründen Strukturen zuzulassen, die diese Mädchen und Frauen unterdrücken. Also benennen wir die Probleme, so wie es in unserem Antrag und so wie es aus unserem Antrag auch hervorgeht. In Deutschland wie auch in Hessen sind Frauen und Mädchen mit Migrationshintergrund oder ausländischer Staatsangehörigkeit, insbesondere aus patriarchalisch oder islamisch geprägten Herkunftsländern, im besonders hohen Ausmaß von Gewalt, Zwangsheirat und sonstigen Formen der Unterdrückung im familiären Umfeld und der Partnerschaft betroffen. Das besondere Ausmaß dieser Situation offenbart sich bei Betrachtung folgender Fallzahlen. Im Jahr 2017 waren bei einem Anteil von lediglich 5,8% bzw. 5,2% ausländischer Männer und Frauen an der deutschen Gesamtbevölkerung ca. 30% der tatverdächtigen Männer und ca. 28,2% der von partnerschaftlicher Gewalt betroffenen Frauen ohne deutsche Staatsbürgerschaft. Ein Jahr später entfielen wiederum bei den insgesamt 140.755 Opfern partnerschaftlicher Gewalt 29,4% der Fälle auf Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit. Diese Bevölkerungsgruppe macht aber im Berichtszeitraum mit insgesamt 10,9 Millionen Personen nur ca. 13,1% an der deutschen Gesamtbevölkerung aus. Heben wir an dieser Stelle mal ganz deutlich hervor, dass innerhalb der Gruppe der ausländischen Tatverdächtigen bzw. Tatopfer Personen mit türkischer oder syrischer Staatsangehörigkeit bei Taten partnerschaftlicher Gewalt mit am häufigsten vertreten waren. Dies zeigen auch einschlägige Studien auf, nämlich dass ca. 25% aller Frauen mit Migrationshintergrund und gar 38% der Frauen türkischer Herkunft von Gewalt durch aktuelle oder frühere Beziehungspartner betroffen sind. Ebenso ist ein Sechstel bzw. ein Fünftel der Frauen türkischer Herkunft noch in ihrer aktuellen Partnerschaft schwerer körperlicher, psychischer und oder sexueller Gewalt bzw. rein psychischer Gewalt ausgesetzt. Dementsprechend haben von den Frauen, die zum Schutz vor ihren gewalttätigen Ehemännern in Frauenhäusern untergebracht sind, zu 50% einen Migrations- und mit deutlich steigender Tendenz zu beinahe 35% einen Fluchthintergrund. Dies sind die offiziellen Zahlen, herausgegeben von Seiten unserer Bundesregierung. Und bereits aus diesen Zahlen wird klar, die offiziell erfassten Fallzahlen sind schon hoch genug. Und die Dunkelziffer wird noch um ein Vielfaches höher liegen. Denn der Staat kann den Mädchen und Frauen nicht den Schutz zugestehen, den sie aber benötigen, damit sie aus einem Teufelskreis der Gewalt herausfinden. Und so sind Ängste vor Gewalt und existenzieller Not so groß, dass die Betroffenen es gar nicht wagen, sich aus der jeweiligen Situation überhaupt selbst zu befreien. Viele von ihnen werden sich diese Art der Bedrohung und des täglichen Terrors, vor dem man sich nicht entziehen kann, wahrscheinlich gar nicht, das werden sie gar nicht nachempfinden können. Wer es aber nachempfinden kann, der kommt gar nicht umhin, unserem Antrag zuzustimmen und hier ein klares Zeichen für die Selbstbestimmung von Frauen zu setzen, und zwar nicht nur von Frauen europäischer Herkunft, sondern von allen Frauen in unserem Land. Die Bundesregierung selbst hat speziell zu Gewaltübergriffen gegenüber Frauen mit Migrationshintergrund hervorgehoben, dass dieser Befund sehr differenzierte Handlungs- und Interventionskonzepte beinhaltet. In Hessen gibt es, dies wird mit Sicherheit die Regierung anführen, die Landeskoordinationsstelle gegen häusliche Gewalt innerhalb des Hessischen Justizministeriums und eine weitere Fachabteilung innerhalb des Hessischen Ministeriums für Arbeit und Soziales. Und diese führen nicht einmal ein gesondertes Referat für das Thema Gewalt gegen Mädchen und Frauen mit Migrationshintergrund. Meine Damen und Herren, dies ist nicht einmal annähernd ausreichend, um der Problematik, um die wir hier nun alle wahrhaftig wissen, Herr zu werden. Unsere 6 Punkte sind ein klarer Beginn umzusetzen, was zwingend umgesetzt werden muss, damit endlich weniger häusliche Gewalt ausgeübt wird, junge Mädchen und Frauen selbstbestimmt aufwachsen und leben können und vor allem wir als Politiker unserem Grundgesetz Geltung verschaffen und unseren Auftrag ernst nehmen, den uns der hessische Wähler mitgegeben hat. Wir bitten Sie nochmals eindringlich, diesem Antrag der AfD zuzustimmen. Vielen herzlichen Dank.
Danke, Herr Richter. Für die SPD-Fraktion hat sich die Kollegin Gersberg gemeldet. Sehr geehrter Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich möchte zu Beginn meiner Rede aus einem vertraulichen Strategiepapier der AfD aus dem Wahljahr 2017 zitieren, das seinen Weg in die Öffentlichkeit gefunden hat. Zitat: Die AfD muss ganz bewusst und ganz gezielt immer wieder politisch inkorrekt sein, zu klaren Worten greifen und auch vor sorgfältig geplanten Provokationen nicht zurückschrecken. Je nervöser und je unfairer die Altparteien auf Provokation reagieren, desto besser. Die AfD rechnet jetzt wahrscheinlich damit, dass ich als sozialdemokratische und damit auch feministische und antirassistische Rednerin hier vollkommen die Beherrschung verliere. Aber ich muss Ihnen sagen, das ist mir die AfD nicht wert. Eines vorwegzunehmen, Feminismus heißt immer auch Antirassismus. Nur wenige Frauen fallen auf derartige Anträge herein. So ist es z.B. auch kein Wunder, dass ein sogenannter Frauenmarsch, den die AfD vor 2 Jahren in Berlin organisierte und der sich pauschal gegen Geflüchtete, Migranten und Muslime richtete, fast ausschließlich von männlichen Teilnehmern besucht war. Schlecht gelaufen. Im Falle der Themenwahl Frauen durch die AfD gibt es einen wissenschaftlichen Begriff. Der sogenannte Femonationalismus beschreibt die Versuche von westlichen rechten Parteien und rassistischen Politikern, scheinbar die Gleichstellung der Geschlechter durchsetzen zu wollen, indem der Islam als durch und durch frauenfeindliche Religion und Kultur abgestempelt wird. Der hier vorliegende Antrag wurde so oder in sehr ähnlicher Form bereits in mehreren Länderparlamenten und auch im Bundestag eingebracht. Und er verfolgt leider nur noch weitere Ziele, als uns zu provozieren. Mitnichten geht es der AfD um die Verhinderung oder Eindämmung von Gewalt an Frauen. Worum es ihnen geht, ist die Stigmatisierung einer ganzen Bevölkerungsgruppe. Die AfD rechnet die Eigenschaft der Gewalttätigkeit den Menschen mit Migrationshintergrund, insbesondere den Muslimen, zu. Das ist eine konkret rassistische Zuschreibung. Augenblick mal eben, Frau Gersberger. Meine Herren von der AfD, ein bisschen mehr Höflichkeit und Aufmerksamkeit gegenüber der aktuellen Rednerin, bitte. Ein weiteres Ziel der AfD-Politik ist außerdem, vorhandene Unsicherheitsgefühle in der Bevölkerung gezielt zu verstärken und sie gegen Geflüchtete und Menschen mit Migrationshintergrund aufzustacheln. Eine Strategie, die die AfD mittels ganz verschiedener Themen und Anträgen und Anfragen verfolgt. Das können wir auch hier bei uns im Landtag sehr gut mitverfolgen. Dabei ist es ihre Methode, Inhalte und Antworten so zu verdrehen und so zu interpretieren, dass sie in ihr rechtspopulistisches Weltbild passen. Natürlich sind auch die aufgestellten Behauptungen in diesem Antrag falsch. Gewalt gegen Frauen konzentriert sich mitnichten auf Menschen mit Migrationshintergrund. Viele Studien zeigen, sie finden in allen Gesellschaftsschichten mit allen möglichen Hintergründen statt. Egal welcher Herkunft die Menschen sind, welchen Beruf sie ausüben, wo sie wohnen, wie alt sie sind und so weiter und so fort. Mit diesem Antrag bedient die AfD rassistische Vorurteile und versucht damit, von der eigentlichen Problemgruppe, nämlich gewaltbereite Männer, in ihrer Gesamtheit abzulenken. Punkt 6 des AfD-Antrags soll den vorher propagierten Rassismus auch noch institutionalisieren. Alle dort aufgelisteten Institutionen und Berufsgruppen sollen die rassistischen Vorurteile auch noch offiziell in ihre Arbeit aufnehmen und somit weiterverbreiten. Es ist absurd, wenn sich ausgerechnet so eine Partei mit einem solchen Antrag als Retterin der Frauen aufspielen will.
Welches Frauenbild vertritt denn die AfD? Nach Vorstellung der AfD bekommen Frauen möglichst viele Kinder, mit weißen Deutschen natürlich, und betreuen sie bis ins Schulalter komplett zu Hause. Was passiert denn, wenn Frauen keine Kinder bekommen und oder sogar Feministin sind? Um Gottes Willen, in allen sozialen Netzwerken äußern sich AfD-Vertreterinnen und Vertreter hasserfüllt gegen solche Frauen und greifen sie verbal an. Mit solchen Äußerungen rufen AfD-Mitglieder selbst ein Klima hervor, das Gewalt gegen Frauen begünstigt. Die AfD duldet fundamentalistische Abtreibungsgegnerinnen und Abtreibungsgegner in den eigenen Reihen und kämpft gegen den angeblichen Genderwahn. Dass diese Partei auch keinen Wert darauf legt, die politische Meinung von Frauen zu integrieren, sieht man ja hier eindrucksvoll anhand dem Frauenanteil in ihrer Fraktion. Die einzige Frau ist heute nicht da. Vielleicht schämt sie sich für den Antrag. Ich könnte es mir vorstellen. Wenn man sich das alles so ansieht, muss man die AfD schon fragen, sind Sie es nicht, die das Patriarchat leben? Ich weiß nicht recht. Ich komme aus Offenbach, wo 60% der Bevölkerung einen sogenannten Migrationshintergrund hat. Ich liebe diese Stadt, und ich kann Ihnen wirklich sagen, der größte, allergrößte Teil dieser Menschen hat eine weitaus modernere und emanzipiertere Einstellung gegenüber Frauen, als die AfD sie hat. Ja, ich weiß es, glauben Sie mir. In dem AfD-Antrag finden sich dementsprechend natürlich auch keine ganz konkreten Lösungsansätze gegen Gewalt an Frauen. Sie fordern von der Landesregierung ein Konzept. Wie das genau aussehen soll, da haben Sie jetzt keine weiteren Vorstellungen. Ich wiederhole gerne noch einmal die SPD-Forderung gegen Gewalt an Frauen. Wir fordern z.B. eine Taskforce zur sofortigen und kontinuierlichen Umsetzung der Istanbul-Konvention. Wir fordern mehr Frauenhausplätze und Übergangswohnungen plus entsprechenden persönlichen, zusätzlichen Personal und verstetigten Mitteln. Wir fordern mehr Prävention in Bezug auf Femiziden und in diesem Zusammenhang mehr Schutz von Stalking-Opfern. Wir fordern Antigewaltprogramme und Empowerment für Mädchen verankert in den hessischen Lehrplänen und die Bekämpfung von sexistischer und gewaltverherrlichender Werbung. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, das Thema Gewalt an Frauen verdient Engagement und Ernsthaftigkeit. Der hier vorliegende Antrag ist jedoch die reinste Provokation mit einer rassistischen Zielsetzung. Wir lehnen ihn selbstverständlich ab und werden die Diskussion über Gewalt gegen Frauen an anderer Stelle gerne weiterführen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Gersberg. Für die Fraktion DIE LINKE erteile ich Frau Böhm das Wort. Danke sehr, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Wir diskutieren ja in dieser Zusammensetzung nun seit anderthalb Jahren regelmäßig zu häuslicher Gewalt, zu Femiziden, zur Istanbul-Konvention. Nachdem ich jetzt den Antrag der AfD gelesen und lesen musste und mir auch die Rede anhören musste, muss ich feststellen, Sie haben in diesen anderthalb Jahren nichts, aber auch gar nichts dazu gelernt. Und Sie haben nichts verstanden. Von welchen Frauen sprechen Sie denn eigentlich? Wissen Sie das eigentlich? Meinen Sie die Frau aus den Philippinen? Können wir die Pöbler auch von der rechten Seite mal ein bisschen ruhiger werden? Augenblick, Frau Böhm. Eine lebhafte Debatte ist hier ausdrücklich gewünscht, ein Behindern der Rednerin ausdrücklich nicht. Danke sehr. Meinen Sie die Frau aus den Philippinen, die einen deutschen Ehemann geheiratet hat, der sie nach Deutschland holte, der sie dann mit dem Baby hier alleine hat sitzen lassen, und weil sie jetzt doch nicht mehr die anschmiegsame, unkomplizierte Gefährtin ist, die er sich gewünscht hat, der sich dann geweigert hat, den Unterhalt zu zahlen und sich als selbstständiger Malermeister plötzlich als mittellos darstellte? Oder meinen Sie die junge Frau aus Bulgarien, die nach Deutschland geholt worden ist mit dem Versprechen auf Arbeit und dann in der Prostitution landete,
der der Pass abgenommen wurde und die mit hohen finanziellen Forderungen gezwungen war, immer mehr Freier anzunehmen. Freier sind nicht im Übrigen vielleicht auch Männer mit Migrationshintergrund, aber meistens doch Männer ohne Migrationshintergrund. Oder meinen Sie die Mädchen in Asien und Südamerika, die von deutschen Touristen missbraucht werden, deren Familien damit zerstört werden, weil die Töchter zwar ein bisschen Geld nach Hause bringen, die aber traumatisiert, körperlich und seelisch beeinträchtigt sind und oft genug viel zu früh schwanger werden. Das sind nur drei Beispiele, die deutlich werden. Die Gewalt geht von Männern aus. Und das sind oft Männer, die einen Hass auf Frauen haben, die ihnen keinen Wert zusprechen oder der Meinung sind, dass Frauen nur für den Lustgewinn da sind. Das Patriarchat braucht Gewalt, um bestehen zu können. Frauen können sich nur befreien, wenn sie nicht mehr mit Gewalt daran gehindert werden, ihr eigenes Leben, ihren eigenen Weg zu gehen. Deswegen brauchen wir eine tatsächliche Gleichstellung von Frauen. Frauen müssen wirtschaftlich eigenständig sein, sie müssen gleiche Bildung erhalten, sie müssen gleiche Rechte haben. Und sie dürfen beispielsweise nicht von den Rechten und Möglichkeiten des Ehemanns abhängig sein. Wenn sie sich aber wirklich für den Schutz ausländischer Frauen einsetzen würden, dann gäbe es ja eine Möglichkeit. Es wäre nämlich notwendig, dass wir ein eigenständiges, unabhängiges Aufenthaltsrecht von Frauen haben und Frauen die Möglichkeit haben, unabhängig vom Ehepartner in Deutschland leben zu können. Das schützt Frauen und gibt ihnen die Möglichkeit für eine tatsächlich selbstständige Lebensführung ohne Gewalt. Dass sie das nicht wollen, das wissen wir. Hier erwarte ich aber auch von den anderen Parteien, dass sie dazu aktiv werden. Und für eine Frau ist es völlig egal, welche Nationalität, Religion oder politische Weltanschauung die Person hat, die sie schlägt, missbraucht oder ermordet. Für die AfD ist es aber nicht egal. Die Gewalt, für die AfD ist die Gewalt, die Frauen erleiden, nur dann relevant, wenn sie von Menschen muslimischen Glaubens oder anderer Nationalität ausgeübt wird. Sie versuchen, das Thema häusliche Gewalt für antimuslimischen Rassismus zu missbrauchen. Und so werden diese Frauen wieder zu Opfern, ihre Ränkespiele gemacht. Und sie sollten sich dafür schämen, Frauen, die Gewalt erlitten haben, für ihre politischen Machenschaften zu missbrauchen. Es ist aber auch so etwas von lächerlich, wenn Sie das Problem mit einer Weltreligion oder mit dem Fokus auf jetzt Muslime thematisieren, wenn wir uns einmal die globale Realität anschauen. Wir haben ja schon im Juni dieses Jahres auf dem Antrag unserer Fraktion sehr ausführlich das Thema Femizide diskutiert. Der Begriff Feminicido kommt bekanntlich aus Süd- und Mittelamerika, um die Ermordung von Frauen und Mädchen aufgrund ihres Geschlechtes zu thematisieren. Jährlich gibt es mehrere Tausend solcher Morde in diesen Ländern. Und die Täter sind, halten Sie sich fest, das sind weder Muslime noch kommen sie aus dem Nahen Osten. Die meisten sind Katholiken oder sie gehören irgendwelchen christlichen Freikirchen an, mit denen ja ihre stellvertretende Vorsitzende Beatrix von Storch gern gemeinsam gegen Frauenrechte demonstriert. Oder schauen wir einmal auf das Themenfeld der weiblichen Genitalverstümmelung an. Das ist ganz klar und offensichtlich, dass es nicht nur in muslimischen Gesellschaften praktiziert wird. Diese verabscheuungswürdige Praxis betrifft ebenso christliche Gemeinschaften und in Teilen auch jüdische Splittergruppen. Weibliche Genitalverstümmelung ist übrigens aus keiner religiösen Schrift heraus begründbar. Es wurde auch vor dem Auftreten oder gerade vor, es ist viel, viel älter als die monotheistischen Religionen. Und es ist schlicht und ergreifend ein patriarchales Herrschaftsinstrument, was weder einem Kulturkreis noch einer Religionsgemeinschaft zuzuschreiben kann. Tut mir leid, Ihre Erklärungen fallen bei mir, glaube ich, nicht so auf fruchtbaren Boden. Aber noch eine Zwischenbemerkung gerade zu diesem Thema. Ich möchte ja heute nur zu diesem Antrag reden, aber ich sage das auch in Richtung noch einmal zur angeblich aufgeklärter Teile dieses Landtags. Auch hier erlebe ich immer wieder Tendenzen, die sogenannten Ehrenmorde oder Genitalverstümmelung zu nutzen, um Vorurteile zu schüren. Aber wieder zurück zur Rechtsaußenfraktion. Meine Auswahl belegt, wie vollkommen abstrus und eindimensional Ihre Sicht auf die Welt ist. Wer glaubt, alle Probleme auf einen klar definierbaren äußeren Feind abschieben zu können,
hat es schön leicht im Leben, hilft aber den Betroffenen kein Stück weiter. Ihre Parteipositionen sind in weiten Teilen frauenverachtend und antifeministisch. In Ihrem Parteiprogramm tauchen Frauen nur dann auf, wenn es um die Mutterrolle und die Familie geht. Sie wollen die Entscheidung der Frauen für einen Schwangerschaftsabbruch einschränken und begrenzen und damit das Recht der Frauen auf reproduktive Selbstbestimmung beschneiden. Sie greifen ja Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an, wenn diese sich mit feministischen Themen oder mit Gender Mainstreaming befassen. Und wollen damit auch Forschung und Lehre beschneiden. Im letzten Haushaltsplan haben Sie den Förderstatbestand der Antidiskriminierung völlig ersatzlos streichen wollen. Und Sie erzählen das Märchen von der angeblichen Frühsexualisierung in Kitas und Schulen, wenn dort altersgerecht die ganz natürlichen Fragen von Kindern und Jugendlichen zu Geschlechtlichkeit und Sexualität beantwortet werden. Das machen Sie, obwohl, oder ich würde eher sagen, weil Kinder damit stark gemacht werden, sich nicht patriarchalen Strukturen zu unterwerfen. Mit Ihrer sexualfeindlichen Tabuisierung sorgen Sie doch dafür, dass Sie einem Missbrauch hilflos ausgeliefert sind. Und gerade hat mir die Kollegin noch ein schönes Zitat von ihrer stellvertretenden Parteivorsitzenden gegeben. Sie hat ein Foto von Manuela Schwesig gepostet aus der Gesetz Nein heißt Nein. Sie wissen, es geht um die Frage der Vergewaltigung. Und schreibt dazu, ihr Post heißt, ich zitiere, Männer müssen jetzt beim Sex die Ohren spitzen. Ein überhörtes Nein kann sie zum Vergewaltiger machen. Das zeigt, welch Geisteskind Sie sind. Ihre Partei vertritt Positionen, die in die 50er Jahre des letzten Jahrhunderts gehören, aber nicht in diese zumindest teilweise diverse und gleichberechtigte Gesellschaft, wie sie im mühsamen Kampf von Frauen, Lesben, Inter- und Transpersonen erstritten wurde. Statt Frauen immer nur in das Blickfeld zu rücken, wenn es ins eigene rassistische Weltbild passt, braucht es eine fortgesetzte, solidarische und klar feministische Politik. Wir müssen Frauen, Trans- und Interpersonen stärken. Wir müssen ihnen die Räume geben, sich selbst zu erfahren, ihre eigene Kraft zu spüren und zu entfalten. Wir brauchen selbstbewusste Frauen und positive Vorbilder. Wir brauchen solidarische Männer, die bei frauenfeindlichen Witzen nicht mitlachen, sondern widersprechen. Und wir brauchen eine ausreichende Finanzierung an Rückzugsräumen, Beratungs- und Schutzmöglichkeiten. Und für alles das haben wir im letzten Haushalt für finanzielle Mittel beantragt. Die AfD leider keinen Cent. Und mit diesem Antrag, den Sie heute vorgelegt haben, nein, noch eine Bemerkung, die habe ich jetzt schon fast vergessen. Welchen Stellenwert Frauen in der AfD haben, das muss man ja mit einem Blick in Ihrer Fraktion, kann man das ja deutlich erkennen. Bei dieser Menge von Frauen in der Fraktion ist es schon sehr deutlich. Ne? Mit dem Antrag, den Sie heute vorgelegt haben, tragen Sie wesentlich dazu bei, das Patriarchat zu zementieren. Ihr Antrag ist ein Bärendienst in der Bekämpfung häuslicher Gewalt und der Gewalt gegen Frauen generell. Aber das ist genau Ihr Ziel. Das ist genau Ihr Ziel, denn kaum jemand außer Ihnen profitiert so sehr von den alten Denkweisen und Machtstrukturen des Patriarchats. Danke schön. Ja, wenn Sie lernen würden, dann wäre es ja vielleicht noch. Danke sehr, Frau Böhm. Für Bündnis 90 Die Grünen hat sich Frau Brünnel zu Wort gemeldet. Dankeschön. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Damen und Herren! Uns liegt ein Antrag der AfD vor, der sich an Durchschaubarkeit kaum überbieten lässt. Das, was Sie uns als Auseinandersetzung mit dem Missstand der geschlechtsspezifischen Gewalt verkaufen wollen, ist für mich einfach nur rassistische Stimmungsmache im Namen von Frauenrechten. Wir kommen noch dazu. Ja, wir haben ein gesamtgesellschaftliches Problem mit Gewalt gegen Frauen und Kindern. Wir haben das in Hessen, wir haben es in Deutschland, in Europa und weltweit.
Aber diese Thematik bewusst mit Migration zu verknüpfen, das hat System. Und das hat System bei rechtspopulistischen Parteien, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ausgerechnet die AfD wähnt sich als Verfechter, ich unterlasse hier mal bewusstes Gendern, zur Überwindung von Gewalt an Migrantinnen und ausländischen Mitbürgern. Das ist für mich echt als Frau und Feministin einfach nur heuchlerisch. In Ihrem Antrag ist die Rede von familiärer und partnerschaftlicher Gewalt gegen Frauen und Mädchen, insbesondere aus patriarchalisch oder islamisch geprägten Herkunftsländern. Und da stolper ich über was. Und ich stolper über was, was für mich überhaupt nicht zusammenpasst. Die AfD im Kampf gegen die Folgen patriarchaler Strukturen, das passt für mich nicht zusammen. Ich schaue gerade mal ins Parlament. Das hat auch was mit Geschlechtergerechtigkeit zu tun. Frau Papst-Dippel ist gekommen, das ist schon mal schön. Ansonsten sitzen die Herren der AfD da und reden über Geschlechtergerechtigkeit in Hessen. Ich empfehle den Herren von der AfD und Frau Papst-Dippel dann vielleicht auch mal einen Blick in ihr Wahlprogramm zu werfen, vielleicht einfach mal, bevor sie einen Antrag stellen, zur Überprüfung ihrer Glaubwürdigkeit. Denn was lese ich denn da unter dem Kapitel 3 Familie? Da möchte ich mal zitieren. Im Rahmen des Gender-Mainstreamings werden naturgegebene Unterschiede zwischen den Geschlechtern bestritten. Das angeblich im Elternhaus geprägte Rollenverständnis von Mann und Frau soll durch staatlich geförderte Umerziehungsprogramme in Schulen und Kindergärten systematisch korrigiert werden. Die AfD lehnt diese Geschlechterpädagogik ab. Das nenne ich mal eine klare Auseinandersetzung mit Intersektionalität. Das nenne ich mal eine wirkliche Willenserklärung zu einer Gleichstellung von Mann und Frau. Das ist doch wirklich nicht der Ansatz, ein emanzipatorischer Ansatz zum Thema Geschlechtergerechtigkeit, oder? Nehmen wir den Themenkomplex der Partnerschaftsgewalt. Häusliche Gewalt findet mitten in der Gesellschaft statt. Jede vierte Frau erfährt im Laufe ihres Lebens Gewalt durch ihren Partner. Und das unabhängig von Herkunft, Bildung, Einkommen, Alter oder Religion. Dieser Befund ist nicht nur für Deutschland gültig, sondern für ganz Europa. Und wenn Sie lesen können, dann können Sie das nachlesen in einer Studie der Europäischen Grundrechteagentur. Die hat es dann nämlich auch ganz aktuell gezeigt. 122 Frauen starben allein im Jahr 2018 in Deutschland durch häusliche Gewalt. Ist der Täter und/oder das Opfer ausländischer Herkunft, dann erhält der Fall von Ihnen besondere Aufmerksamkeit. Und warum? Weil Sie ein einfaches Narrativ bedienen, die Angst vor dem Fremden, dem Unbekannten, einer nicht vertrauten Kultur. Und Sie bedient diese Erzählung immer und immer wieder. Das ist wirklich, wirklich schlimm. Sie kommen nun mit einem Antrag um die Ecke, und anders kann ich es gar nicht sagen, und fordern die Erarbeitung von Konzepten und Gesetzesinitiativen. Und ich frage mich ernsthaft, wo waren Sie die letzten Wochen und Monate? Wo waren Sie bei der Debatte um die Istanbul-Konvention? Wo waren Sie, als wir den inhaltlichen Diskurs zu Femiziden geführt haben? Und wo waren Sie, wo Staatsminister Klose die Präventionsmaßnahmen vorgestellt hat? Waren Sie nicht da, oder haben Sie nicht zugehört, oder haben Sie die Programme auch gar nicht verstanden? Sie haben auch noch einmal zur Erinnerung bei der effektiven Bekämpfung gerade einmal vor 3 Wochen 3 Millionen abgelehnt. 3 Millionen, die zusätzlich bereitgestellt werden sollen zur effektiven Bekämpfung gegen Gewalt an Frauen hier in Hessen. Das wurde von der AfD vor 3 Wochen abgelehnt. Aber wir machen uns natürlich die Mühe und schauen uns den Antrag noch einmal genauer an. Sie beziehen sich zum Teil auf eine Studie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, genauer gesagt auf eine Sekundäranalyse zur Gesundheit und Gewaltsituation von Frauen mit und ohne Migrationshintergrund. Und da wird bestätigt, dass Migrantinnen oder Frauen mit Migrationshintergrund eine höhere Gewaltbelastung aufweisen. Aber um ein genaues Bild zu erhalten, sollten Sie auch die Studien zur Gewalt gegen Frauen in Paarbeziehungen und die kriminalstatistische Auswertung zur Partnerschaftsgewalt hinzuziehen. Denn da ist deutlich zu erkennen, dass viele Risikofaktoren dazu beitragen, bis es dann zu einer Gewalt gegen Frauen kommt. Aber Sie fokussieren sich nur auf einen Risikofaktor und auf ein Muster, was Sie bespielen wollen, sehr verehrte Damen und Herren.
Wir haben die Risikofaktoren, das ist zum Beispiel die Isolation der Frau, das ist Alkohol, kann ein gewaltfördernder Faktor sein, ungleiche Machtaufgaben und Rollenverteilung nicht zu vergessen, eine Scheidungserfahrung gehört auch mit dazu oder eine Scheidungssituation. Wir haben eine Menge Muster, die dazu beitragen und die diese Gewalt verschärfen können. Aber Sie schaffen es natürlich nur, sich tendenziös auf eine Folgerung daraus zu ziehen. Und die passt dann genau in Ihre Weltanschauung. Sie picken sich einen soziostrukturellen Faktor raus und blenden alle anderen Risikofaktoren aus. Sie suchen gezielt die Verknüpfung zur Migration. Und das bezeichne ich als reine Instrumentalisierung eines gesamtgesellschaftlichen Problems, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sie fordern die Einrichtung einer Enquetekommission Partnerschaftsgewalt. Dazu kann ich wirklich nur sagen, wir haben bereits die Umsetzung der Istanbul-Konvention angegangen. Es ist die Grundlage für das Handeln der Hessischen Landesregierung. Gewaltschutz und Präventionsförderung gehört zu den wichtigsten staatlichen Aufgaben. Die Istanbul-Konvention ist in Deutschland ratifiziert und gilt im Range eines Bundesgesetzes verbindlich für alle staatlichen Stellen. Und was Ihnen anscheinend komplett nicht bekannt ist, wir haben ein breites Netzwerk aus Fachberatungsstellen, aus Frauenhäusern, aus Interventionsstellen, in denen zahlreiche Maßnahmen zur Intervention und Prävention von häuslicher Gewalt zum Tragen kommen. Und das, was Sie da noch alles fordern, was wir alles tun müssen oder was die Landesregierung alles unterlässt, wir haben eine Landeskoordinierungsstelle gegen häusliche Gewalt. Wir haben Landesarbeitsgruppen zum Kinderschutz. Wir haben eine Arbeitsgruppe zur Gewalt im häuslichen Bereich und zum Menschenhandel. Und jetzt kommt etwas, was Sie anscheinend überhaupt nicht jemals gelesen haben oder sich damit befasst haben. Wir haben bereits einen Landespräventionsrat, der sich mit dem Thema Ehrgewalt beschäftigt. Und wir haben auch zu diesem Themenkomplex einen runden Tisch eingerichtet und der sehr erfolgreich arbeitet. Das ist der landesweite runde Tisch gegen Gewalt im Namen der Ehre in Hessen. Da gibt es auch ein Drei-Regionen-Modell. Und wenn Sie da gewesen wären, wo es der Staatsminister Minister Klose vorgestellt hat, dann wüssten Sie es vielleicht auch, dass es diese präventiven Maßnahmen bereits in Hessen gibt, verehrte Damen und Herren. Hessen geht in vielen Sachen beispielhaft voran. Wir haben das Projekt Heroes gegen die Unterdrückung im Namen der Ehre für Gleichberechtigung. Hier geht es insbesondere darum, jungen Männern die Möglichkeit zu geben, für Gleichberechtigung der Geschlechter und gegen Unterdrückung von Mädchen und Frauen zu engagieren. Wir haben seit 2018 ein Modellprojekt, um Frauen und Mädchen vor Genitalverstümmelung zu schützen, und wir haben Projekte, um die Selbstbehauptung von Frauen und Mädchen, insbesondere im ländlichen Raum, zu stärken. Sie fordern, zum Schutz vor Gewalt gegen Frauen Sach- und Geldmittel bereitzustellen in Ihrem Antrag. Und da frage ich noch einmal, kennen Sie unsere Mittel, die wir bereitgestellt haben im Land? Sind Sie sich irgendwo bewusst, was wir mittlerweile auch ausgeben dafür? Anscheinend nicht, sonst hätten Sie Ihren Antrag nicht so formuliert. Ihre Forderung nach einer Erarbeitung von Gesetzesinitiativen und Konzepten wirkt für mich so, als seien Ihnen alle Präventionsmaßnahmen und Interventionsmaßnahmen, die wir bereits haben, überhaupt nicht bekannt. Sonst hätte dieser Antrag so heute nicht vorgelegt werden können, sehr verehrte Damen und Herren. Das Land Hessen stellt sich der Aufgabe gemäß der Umsetzung der Istanbul-Konvention jedwede Gewalt gegen alle in unserem Land lebenden Frauen und Mädchen effektiv zu bekämpfen. Leider begegnen uns diskriminierende Machtstrukturen überall, und die beschränken leider die Teilhabe von Frauen und fördern die Gewalt gegen Frauen. Und aber für die, noch einen letzten Appell, weil ich sehe, die Uhr ist abgelaufen, an die Herren der AfD. Missbrauchen Sie bitte zukünftig nicht das ernste Thema der geschlechtsspezifischen Gewalt für Ihre politischen Zwecke. Ihr Versuch, sich jetzt hier als Verteidiger von Frauenrechten darzustellen, ist mit diesem Antrag wirklich kläglich gescheitert. Vielen Dank. Danke, Frau Brünnel.